Zugunsten von der Unwettergeschädigten haben Prominente aus Sport und Show ein vielbeachtetes Go-Kart-Rennen ausgetragen. Wer sich mit viel Tamtam vom Sylvester Stallone scheiden lässt wie Brigitte Nielsen, wird natürlich entsprechend umschwärmt. Nur für Insider war ein prominenter Apero, der am Abend vor dem Rennen in einem Zürcher Hotel stattgefunden hat. Gelegenheit für interessante Gespräche rund um den Sport. Formel 1, wer wird Weltmeister? Auf wer tippt der Clay Regazzoni? Allora, le favori, disons, s'il y a un pilote qui je crois qui mérite d'être champion du monde, c'est bien sûr Nigel Mansell. Für den Clay Regazzoni hat der Nigel Mansell Voraussetzungen zum Weltmeister. Darum ist für ihn das Rennen zwischen den Williams-Piloten noch offen, trotz dem Vorsprung vom Piquet. Aber auch der Prost sei noch nicht ganz geschlagen. Nach dem Grand Prix von Mexiko werden wir dann aber mehr wissen. Il faut voir après le Mexique. On voudrait aussi qu'on a peut-être des idées plus claires. Mais Mansell, il a encore de très bonnes chances pour gagner le championnat. In dieser Saison dominieren die zwei Williams-Honda die ganze Konkurrenz. Ist es jetzt nur noch eine Frage vom Auto, wer gewinnt, oder auch noch vom Pilot? Non, c'est une question de matériel, parce que la meilleure voiture, c'était encore la Marlboro McLaren, avec le moteur TAG. Es ist eine Frage vom Material, meint Clay. Der beste Wagen sei immer noch der McLaren mit dem TAG-Motor. Aber der Prost hätte bis jetzt eben viel Pech mit dem Motor gehabt. Darum sehe ich jetzt halt der Williams Honda, das erfolgreichste Auto. Ja, und Piloten in diesen Autos, sie spielen nicht mehr die gleiche Rolle. Bei der jetzigen technischen Entwicklung werden sie fast schon von den Boxen ferngesteuert. Aber klar, die Rennen werden trotzdem von den Fahrern gewonnen. Pas important, oui, bien sûr, au niveau, le pilote, c'est. C'est toujours important parce que quand on a une voiture pour gagner, c'est toujours le pilote qui gagne. Mais là aujourd'hui, la technologie, c'est tellement les computers et tout ça, c'est tellement élevé. Et c'est le problème qu'ils ont discuté aussi à Paris parce que il paraît aussi qu'on peut diriger maintenant des box, des voitures. Alors ça, c'est un peu fou. Christian Danner, die Saison geht in die entscheidende Phase. Wer wird Ihrer Meinung nach Weltmeister? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Nachdem ich kein Wahrsager bin, fällt mir natürlich auch die Antwort schwer. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr eng werden. Ich glaube, der Mäntel hat nach wie vor eine gute Chance. Und ich glaube, Piquet oder Mäntel werden das unter sich ausmachen. Also ich würde den Mäntel noch Chancen geben. Sie sind dieses Jahr bei einem kleinen Team gewesen, das nicht ganz vorne mitgemischt hat. Sie haben sicher auch Ihre Pläne für die Zukunft. Man hört schon dieses und jenes. Sie sind aber auch noch unter Vertrauen, ja, bei dem Team, bei dem Sie jetzt sind, bei Zack Speed. Können Sie uns schon verraten, wie es nächstes Jahr aussieht? Ja, kann ich noch nicht verraten, aber es ist richtig. Ich habe natürlich Kontakte angeknüpft in der Formel 1 und sagen wir mal so, um es pauschal zu sagen, bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich nächstes Jahr in einem konkurrenzfähigen Team fahren werde, was ich auch eine gute Vorstellung geben kann. Ich bin eigentlich recht optimistisch, was das nächste Jahr angeht. Es hat dieses Jahr nur einige ganz wenige Wagen gegeben, die vorne mit dabei gewesen sind. Wie sind die Aussichten für die anderen Teams? Ich glaube, das wird sich nächstes Jahr deshalb ändern, weil der Leistungsunterschied von den Besten zu den, zum Mittelfeld wesentlich geringer sein wird. Das liegt daran, dass man das Reglement geändert hat und das ist eigentlich sehr zugunsten der mittleren und kleinen Teams. Und ich glaube, dass für den Zuschauer, genauso wie für die Piloten, die nächste Formel 1 Saison eine sehr, sehr gute, weil sehr spannende sein wird. Denn die Unterschiede in der Geschwindigkeit von den Autos werden nicht mehr so groß sein. Was rechnen Sie sich für nächstes Jahr aus? Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo ich fahre. Aber ich bin eigentlich ein unverbesserlicher Optimist. Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr die Rennen gut zu Ende fahren kann. Und wie das mit der Platzierung ist, kommt natürlich auf die Gegner an. Von vier Rädern zurück auf zwei. Auch die Motorradprominenz hat man bei dem Anlass getroffen. Stefan Dörfringer, am Schluss von einer Saison schaut man ein bisschen zurück, zieht die Bilanz. Wie fällt sie für Sie selber aus? Also sehr schlecht. Das war seit etwa 8 Jahren meine schlechteste Saison gewesen. Aber wenn man sie ganz genau analysiert, ist sie doch nicht so schlecht gewesen. Denn
der Grund sind eigentlich die technischen Defekte. Und wenn man die abzieht, dann wäre es eigentlich nicht schlecht. Man hat damals keine Freude, wenn man so eine Bilanz muss ziehen am Schluss. Und man überlegt sich natürlich, was macht man das nächste Jahr anders. Was wird das nächste Jahr anders sein? Alles. Voll auf Angriff fahren und das beste Material suchen und alles zu optimieren und dann noch einmal können zu gewinnen. Dann heisst das, dass das nächste Jahr der Stefan Dörflinger angreifiger denn je? Ja, ich glaube schon. Vor allem würde ich versuchen, in zwei Klassen also nächstes Jahr zu fahren. Wie finanziert man das? Ja, alles es geht nur noch mit Sponsoren und mit gutem Glück, so wie es aussieht, habe ich die Leute dazu, die ich brauche. Und ohne die geht es nicht. Wunderbar, Neubühler, Schluss von der Saison. Was für eine Bilanz ziehen Sie für sich selber? Also ich würde sagen, ich bin das erste Mal in den 500er gefahren dieses Jahr und ich habe eigentlich mein Ziel erreicht, das ich mir gesetzt habe, weil 500er ist sehr harte Konkurrenz mit diesen 16 Werksmotorrädern und ich habe Anfang der Saison schon gesagt, wenn ich jedes Mal zwischen 10 und 20 ankomme, bin ich zufrieden und ich habe zwei 11. Plätze leider gemacht, einen Rang hinter dem ersten Punkt hin, aber im Großen und Ganzen bin ich also sehr zufrieden mit dem ersten Jahr wieder in der 500er Klasse. Wenn eine Saison fertig ist, denkt man ja meistens gerade schon an die nächste. Was für Gedanken haben Sie heute schon? Ja, ich bin jetzt natürlich schon wieder an die neue Saison vorbereitet. Ich war diese Woche noch bei der Honda gewesen, wegen einem Ersatzmotor, der sehr wichtig ist in dieser Klasse. Und auch sponsormäßig muss man schon wieder arbeiten für das neue Jahr. Die Schweizer fahren ja recht erfreulich mit im Motorradsport, obwohl wir eigentlich ja selber keine eigenen Motorradstrecken haben. Wie macht man denn das mit dem Training? Training, das ist natürlich das grosse Problem. Gerade sagen wir, das Training auf dem Renntag selber ist das Problem. Da müssen wir also auf Italien gehen oder auf Südfrankreich, was natürlich auch sehr viel Spesen kostet, wenn man auf Italien geht, dort eine Rennstrecke muss mieten oder auch auf Polring gehen. Was man kann machen im Training im Winter, das ist Motocross trainiere ich jetzt und das kann man schon in der Schweiz machen. Wann sieht man das erste Mal auf dem Treppli das nächste Jahr? Also ich muss sagen, das Treppli in der 500er Klasse wird wahrscheinlich nicht der Fall sein an einem Weltmeisterschaftslauf. Das muss ich glaube den Werksfahrer überlassen. Aber ich hoffe, es nächstes Jahr mal in den WM-Pünktchen anzutreffen. Wir sind jetzt am Prüfstand arbeiten, auch am Motor. Und ich hoffe, dass wir noch etwas zum PS finden. Und dann, dass ich mal die ersten WM-Pünktchen machen, das nächste Jahr. Ich glaube, da drücken Ihnen nicht nur mir, sondern viele andere auch noch den Daumen. Vielen Dank. Merci vielmals. Von zwei Rädern auf zwei Bretter. Die Skisaison steht wieder bevor. Daniel Mara, die neue Weltcup-Saison steht praktisch vor der Tür. Ende November geht es los. Die Zuschauer sind gespannt. Sind das die Skifahrer auch vor dem ersten Rennen? Ja, wir sind sicher gespannt, was geht am ersten Rennen und wer vorne wird sein. Und wir hoffen, dass wir wieder gleich sind wie letztes Jahr. An was merkt man im Sommertraining oder dann im Herbst, ob man in Form ist oder nicht? Ja, ich glaube, wir haben eine so eine starke Mannschaft, wenn man da zu vorderst dabei sein kann, dann ist man sicher einmal nicht weit weg von der Weltspitze. Im Weltcup gibt es ja immer mehr Rennen. Es gibt das ja sogar einmal etwas Neues. Es gibt sogar noch ein Flutlichtrennen, ein Abendrennen in Kanada. Ist die Belastung für die Skifahrer nicht sehr gross von einem Ort zum anderen jagen? Da gibt es wieder Verschiebungen wegen dem Wetter. Ja, die Verschiebungen, die muss man einfach auf sich nehmen. Und die Belastung von einem Rennen zum anderen ist sicher gross, wenn man fliegen muss vor allem. Mit den Zeitverschiebungen und allem, aber es ist ein Beruf und das gehört einfach dazu. Was erwarten Sie für sich selber von dieser Saison? Ja, sicher wird die Anfangssaison gut die Rennen fahren und nachher die Qualifikation für die Olympiade in Calgary. Und dort das möglichst gut abschneiden, wenn es geht auf dem Podest. Max Julen, die neue Skisaison steht bevor. Hinter Ihrem Namen steht noch ein Fragezeichen. Sie sind schon mal zurückgetreten, dann ist der Profi-Gedanke gekommen, werden Sie nächste Saison Profi sein oder aber das Comeback in die Nationalmannschaft bringen? Ja, das ist eigentlich schon immer klar. Es war nur so Gerüchte gesehen, wo man anders entgangen. Aber ich werde jetzt nächstes Jahr auf Amerika gehen und Profi-Rennen fahren. Was haben Sie das Jahr anders gemacht beim Training gegenüber früher in der Nationalmannschaft? Ja, also ich habe eigentlich erst vor einer Woche angefangen trainieren, weil ich nehme es nicht gerade so ernst wie im Weltcup, weil ich sowieso nicht alles kann trainieren kann, weil man das Training richtig einteilen schon aus gesundheitlichen Gründen her. Aber ich bin überzeugt, dass da nicht so ein hartes Training braucht, weil einfach die Konkurrenz nicht so groß ist wie im Weltcup.